Let's play some games, weil zocken geil ist. Ja, ich hab Ausschlag. Wollte ich schon lange mal wieder sagen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Hallo bei einer neuen Folge von Couch Gaming Deluxe. An meiner Seite wieder Lars Konrad. Ja, an meiner Seite der Herr Genator. Und wir spielen für euch auf dem Super Nintendo Turtles in Time. Einer der besten Brawler auf dem Super Nintendo, beziehungsweise einer der besten Brawler aller Zeiten. Ja. Und quatschen wir gar nicht lang. Ja. Und stürzen uns ins Getümmel, weil wir haben schon versucht, das dreimal für euch aufzunehmen. Sozusagen Take 4. Ja. Mal schauen, wie es diesmal wird. Und wir kloppen uns jetzt durch die Schildkrötengeschichte. Sozusagen. Ja. Und der Schrottfresser ist auch immer schon dabei. Ja. You loaded Beanbag. Man kann leider nicht auf dieser Turtles in Time-Fassung zu viert spielen, auch nicht mit einem Multitap. Leider nicht. Heimfassung ist davon verschont geblieben, hätte ich fast gesagt, aber hat's einfach nicht. Du hast mir erzählt, es gab mal eine Arcade-Fassung. Ich weiß es nicht, ob es genau von Turtles in Time war, aber es gibt auf jeden Fall Turtles Arcade und Turtles Arcade ist bis zu 4 Spieler spielbar. Ja. Das ist halt dann super toll, aber wir haben ja eh keinen Platz mehr, also von daher hauen wir uns zur Zeit einfach durch. Na? Und hier kämpfen wir gegen den Foot Clan. Ja. Immer schön drauf. Okay, also man kann springen. Und im Sprung, Achtung, immer auf den Schatten achten. Mhm. Ja. Schatten sind wichtig. Ja. Haben wir schon gelernt inzwischen. Ja. Und dann gibt es noch einen Special Move. Ja, der zieht Lebensenergie ab, wenn man beide Knöpfe gleichzeitig drückt. Und was macht A? A macht gar nichts. Ja, da gibt es noch den Dash und da kann man dann anschließend dann Bodycheck machen und den Gegner so. Also das gefällt mir super. Wenn man den Gegner schnappt und dann in Richtung Bildschirm wirft. Ja, das geht eben, wenn man hier nah dran steht. Ja, am Gegner. Und was muss man dann machen? Wupp, siehst du? Ja, einfach nah dran stehen. Das ist eine von den Wurfsachen. So, jetzt guck mal hier. Komm, Gegner. Komm. Na, wollt eigentlich. Weg. Ja. Das erinnert mich so an Final Fight. Ja. Hat aber wenigstens nicht das gleiche Interface. Das hat man jetzt schon so oft gesehen. Gerade bei Streets of Rage und dergleichen. Alles, was so in dem Fahrwasser auch mitkam. Ja, gab ja auch eine sehr, sehr schöne Mega Drive-Fassung. Hieß aber The Hyperstone heißt. Geht's auch ein bisschen. Ja, hat eine bisschen andere Geschichte, ist aber ähnliches Gameplay und von daher auch nicht zu verachten. Wer also dieses Spiel vielleicht schon kennt und auch schon durchgespielt hat, der sollte sich mal nach der Mega Drive-Fassung umschauen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel wert. Ich kann mich gar nicht an Turtles in Time mehr erinnern, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Das muss auch so 20 Jahre her sein. Ja, gut 20 Jahre, ja. Also für mich ist das wirklich ultra retro. Aber es spielt sich auch immer noch sehr, sehr gut, das muss man dazu sagen. Also fantastisch. Ist auch deswegen, weil es relativ minimalistisch ist. Man hat ja eigentlich nur zwei Knöpfe, die man hier groß braucht, ja. Die Sprites sind super liebevoll gezeichnet. Ja. Das mag ich, wie die gestaltet sind. Mhm. Es sieht aus wie 3D, wenn ich jetzt hoch und runter gehe. Obwohl es dann nur 2D ist, so ein bisschen aufpassen. In den Schatten. Ja, natürlich. Mhm. Jeder hat einen Schatten. Besonders Baxter Stockman. Ist der HP Baxter? Nee. Nein. Sonst würde er dich hier gleich irgendwie mit Hyper wegblumpen, aber macht er nicht. Naja. Wer sich schon mal gefragt hat, wie das Gimli und Legolas im Herr der Ringe gemacht haben, wir haben oben einen Counter, der wie viel abgeknallt hat. Beziehungsweise verkloppt hat. Brauchen wir also gar nicht von Hand mitziehen. Wer ist Legolas, was? Legolas, ja. Weißt du, immer schön. Lego Lassie. Ja. Oh nee. Mit der hässlichen Hand hier. Da
da ich ja die Turtles Serie nicht verfolgt habe, ich weiß, Schande auf mein Haupt, aber ich hatte damals kein Kabel oder Satellitenfernsehen. Der Baxter, welche Relevanz hat der? Baxter Stockman ist eben mutierter Wissenschaftler, der halt dann im Endeffekt durch einen Unfall mit einer Fliege gekreuzt wurde, deswegen ja, fliegt er so. Was halt so passiert. Genau, bei den Turtles. Ja, sehr, sehr genialer Soundtrack, muss man auch sagen. Spätestens den einen Sample wird man nach dem dritten Mal sofort auswendig kennen. Hier kommt gerade jetzt diese Hornblasts. Ja, daher. Gang. Das kennt man ja auch aus Star Fox. Genau, oder ist ja ein Konami-Spiel, von daher, das ist ganz typisch für die Super Nintendo-Fassung von den Konami-Spielen. Ja. Am Mega Drive ist es ein bisschen gedämpfter, weil es ja einen anderen Soundchip hat. Aber auch da hört man es ein bisschen raus, ja. Und gerade hier Alley Cat Blues ist neben Super Surfing wahrscheinlich der Ohrwurm-Song aus dem Spiel. Der Soundchip vom Super Nintendo ist, soweit ich weiß, von... Das war ein Sony. Sony entwickelt, ja. Ja, das ist ein Sony-Chip. Genau, und der hätte ja fast seinen Job verloren. Ja. Weil er das ja im Geheime entwickelt hat. Richtig. Der war Mega Drive, war es ja, ich glaube, Motorola. Ja. Klingt ein bisschen anders, muss man einfach sagen. Beim Sega Mega Drive habe ich immer das Gefühl, das klingt alles so ein bisschen technomäßiger. Das liegt daran, weil westliche Entwicklungen speziell irgendwie nicht richtig mit dem Ding ausgekommen sind. Das ist zumindest mein Gefühl. Wenn du dir gerade Spiele anschaust, die hauptsächlich in Japan rausgekommen sind, das klingt einfach irgendwie ein bisschen besser. Ja? Die haben nicht so einen dumpfen Klang auch. Beim Super Nintendo hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Wobei Mega Drive nicht schlecht klingt, wenn man es richtig macht. Es lag wirklich viel an der Programmierung einfach. Ja, da hätten wir einfach mal einen Chris Hülsbeck ranlassen müssen. Ja, das war ja eben der Witz dran, dass dann, ich glaube, von Mega Turrican hat er gar nicht mehr den Soundtrack gemacht. Sogar. Ja, das gab's ja für den Mega Drive. Ja. Ey, du hast schon 113 Platt gemacht. Ich denk einfach nicht, ich klopf einfach drauf. Was soll das jetzt wieder heißen? Don't think. Klopp. Lass hier, komm. Blam. Siehst du. Du hast es schon fast halb so viel. Ich brauch dein Mitleid nicht. Ich stell dir vor, das wäre ein Rennspiel. Ja. Yeah. Ich bin auch hier auf dem zweiten Platz. Mhm. Von zwei Leuten. Ja. Jetzt sind wir auch gleich schon beim Boss wieder. Oh, ich muss mich von meinem Gehuscht entschuldigen. Ich bin zurzeit einfach wahnsinnig krank. Kränker als sonst. Ja. Ja. Der Metal Head, dann gehen wir den mal aufs Metall in der Haupt hier. Na. Was ist hier jetzt rein? Ja. Ja, da sind die Gegner noch simpler. Später dann werden sie schon richtig nervig. Ja. Geil. Oh, jetzt bin ich noch? Jawohl. Ja. Wie wir gemerkt haben, die Bösewichte müssen explodieren. Das ist immer. Ja. Weiter geht's in die Kanalisation. Mit den Pizzamonstern. Oh. Die haben eben auch ihr Bewandtnis aus der Serie. Und ja, der richtig super spitzengeniale Soundtrack, Super Surfing. Finde ich eine saugeile Idee. Ja, man kann hier sogar springen, das Board folgt dann. Ja. Wieder lassen, mir versucht alle Gegner wegzunehmen, damit er einen höheren Score bekommt.
Hat ja nicht nur diese Bewandtnis, sondern es gibt ab 200 und dann glaube ich bei 400 wieder gibt es ein extra Leben. 200 gibt es eine Pizza aus dem Nintendo. Ja. Da hätte man eigentlich das NES gebraucht. Das sieht mehr aus wie ein Toaster. Ja, toll. Ach. Wie kann man den ausweichen? Hm? Springen? Mit der Lack. Achso, vor und zurück einfach. Ja, das verpasse ich immer mittlerweile. Ja, gucken Sie, die Pizzamonster. Finde ich echt cool gemacht, dass man schon unten sieht, wenn sie aus dem Wasser kommen. Ja. Oh nein! Ja, wenn ich schon tot bin. Echt danke. Auch sehr geil, die Idle-Animation. Okay, jetzt kommt hier der Red King. Die Billy Idol. Ja, Billy Idol-Animation. Ganz, ganz schlimm. Der ist zum Beispiel ein bisschen nerviger mit seinen Raketen. Und den hässlichen Bombenhöhe, wo man dann ausweichen muss. Ah! Ich wundere immer noch die Leute, die dieses Spiel komplett ohne Treffer durchspielen. Aber kann ja nicht alles haben, ne? Ja, wohl ja, wohl ja. Wie ich echt in jeden reingerannt bin. Ja, wieder explodiert, wie man so schön sieht. Stage clear. Jawohl. Und darauf, sollten jetzt eigentlich Kekse sein. Ja, cool. Let's kick shell. Ja, auch hier wieder ein super toller Soundtrack. Ja. Lass uns mal ganz kurz über was anderes reden. Ja. Wie sieht es aus mit dem Modul in Sammlerkreisen? Ich sag mal so, es ist nicht gerade selten, aber dadurch, dass es einfach beliebt ist, weil es ein wirklich gutes Spiel ist, ist der Preis natürlich nach oben gegangen. Und was heißt nach oben gegangen? Das heißt, allein das lose Modul kann man schon mal so 20 Euro einrechnen. Eher nach oben natürlich. Also 20 Euro ist schon ein Preis, wo man sagen kann, ja, das ist normal fast schon. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Leute, die jetzt hier zugucken, ja, nicht alles jetzt hier Retro-Zocker sind, und sich nicht so auskennen mit den Preisen. Und ja. Meistens guckt man dann auf eBay und so. Richtig. Was kostet ein normales Super Nintendo Spiel? Wenn man jetzt irgendwas so im Schnitt. Im Schnitt? So Flohmarkt und unter anderen. Unterschiedlich. Nicht eBay Tauschbörsen. Ja. Unterschiedlich, jedenfalls deutlich weniger normalerweise. Mhm. Ne? Also vor allen Dingen, wenn es halt noch komplett nur das Modul ist. Mhm. Na, jetzt gab es ein Leben hier für 200. Und Mint-Condition. Ja, das ist eben auch so eine Geschichte. Je nachdem, wie der Zustand ist, wenn man sagt, ich will es nur rein fürs Zocken, kann man natürlich auch eins nehmen, wo das Label komplett fehlt. Ach, das war jetzt schlecht. Nicht aufgepasst. Aber das Spiel ist auf jeden Fall sein Geld wert, das kann ich sagen. Okay. Und wird auch mit wie viel gehandelt? Also ich meine, mit wie viel, sondern Höchstpreise. Ja, kommt drauf an, wenn es mit Verpackung ist. Da geht schon mal für 60 Euro, würde ich sagen, weg. Gut. Okay. Da kriegt man teilweise sogar schon alle möglichen schönen Rollenspiele auch für das System. Mhm. Also 60 ja. Euro für Turtles in Time, das schon komplett 20 verpackt, Jahre ja. auf dem Buckel hat oder fast ja. 20 Jahre. Ja. Ja, da muss man leider sagen, die ganzen Remakes, zum Beispiel das Reshelled, das war ja total schlecht. Da hat die ganze Mechanik nicht funktioniert. Und auch so die Turtles-Spiele, die kamen, haben mich nicht so auf Mocker gehauen. Aber du hattest ja letztens gemeint, das eine Turtles-Spiel, Tocker Racer, sei super. Okay. Tocker Racer kennen wir aus dem zweiten Turtles-Film, aus Das Geheimnis des Us. Ja.
Also von daher sehr, sehr schöne Anspielungen auch. Das ist mein persönlicher Turtles-Lieblingsfilm. Ja, der ist auch mit Abstand der beste, würde ich sagen. Der dritte zum Beispiel, den kann man total vergessen, finde ich. Den mag ich persönlich gar nicht, liegt aber am Setting. Ja. Aufs Maul. Das konnte er aber nicht im Film. Ey, Mundgeruch. Zack, 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 zack. Ja. Jetzt warten wir noch. Weiter geht's. Look at all the fucks I'm giving. Ja. Hier, hol mal Essen. Weißt ja, Pizza Time. Darf auch in keinem Brawler fehlen. Der Aufzug-Level, in dem einfach irgendwelche Gegner auf einen zustürmen.